Native Instrument hat einen neuen Session Guitarist oder besser gesagt einen neuen Session Bassist rausgebracht und deswegen habe ich das Programm für die Woche ein bisschen umgestellt und stelle dir dieses neue Plugin jetzt vor in diesem Video. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal nennt sich Musikproduktion in Logic Pro. Ich habe von der Session Guitarist-Reihe schon bereits ein paar Instrumente vorgestellt, deswegen gehe ich jetzt hier nicht auf jedes genaue einzelne kleine Detail ein. Ich zeige dir nur kurz die Oberfläche und dann ein paar Neuerungen, von denen eigentlich mit jedem neuen Session Guitarist welche mit dazukommen. Also fangen wir gleich an und öffnen hier den Icon Bass. Das ist das neue Instrument. Und ich muss sagen, ich musste dazu, damit der funktioniert, Contact Player 7 downloaden. Ich wusste gar nicht, dass man das muss, aber tatsächlich funktioniert er nur, wenn du Contact Player 7 lädst, was ein bisschen eine Kugelfuhr war, denn es hat eine ganze Weile gedauert, bis das funktioniert hat. Auf jeden Fall habe ich jetzt Contact 7, es läuft auch alles smooth und sauber. Ich musste irgendwie ein paar Libraries neu zuordnen, das kann immer mal wieder passieren, das ist kein Weltuntergang, aber hat mich einen halben Tag gekostet. Aber jetzt hier Icon Bass. Das ist ein Instrument, das lade ich hier mal gerade direkt rein. Und mit diesem Instrument kannst du, wie bei Prime Bass zum Beispiel auch oder bei anderen Session Guitarists, kannst du Melodien spielen oder du kannst über den Pattern Browser, den wir uns gleich noch genauer anschauen, verschiedene Pattern auswählen, die er dann für dich spielt. Also wie beim Prime Bass auch, kannst du hier zum einmal Melodien spielen. Das siehst du hier und du kannst Pattern spielen. Ganz wichtig ist hier unten immer das Keyboard, das dir anzeigt, welche Funktionstasten für was zuständig sind. Falls du dein Keyboard nicht siehst oder dieses Keyboard nicht siehst, musst du einfach hier oben reingehen und dann kannst du hier auf Keyboard einblenden gehen. Wenn jetzt wieder drauf gehen würde, wäre es wieder ausgeblendet. Ja? Hier kannst du auch die Outputs einblenden und was du sonst noch alles einblenden möchtest. Aber das Keyboard habe ich immer an, damit ich weiß, für was es zuständig ist oder für welche Tasten. Das ist bei den ganzen Session-Gitarristen immer so ein bisschen unterschiedlich, welche Taste für was zuständig ist. Und das ist auch eigentlich super einfach und super intuitiv verständlich aufgebaut. Du hast hier unten zunächst mal die gelben Tasten, die sind für die Melodie hier zuständig und zwar für die Articulations hier. Das heißt, wenn du siehst jetzt hier, wenn ich die gelben Tasten hier wechsle, wechseln hier oben korrespondierend dazu auch die Artikulation. Wir können gerade mal ein bisschen spielen, wenn ich jetzt hier so ein Basspattern spiele. Ja, das spiele ich über die blauen Noten. Dann habe ich jetzt die Artikulation oben. Jetzt kann ich natürlich hier die Artikulationen einfach wechseln, zum Beispiel gemutet. Probieren wir als nächstes mal die Flageolets, die auch sehr schön kommen hier. Und jetzt, wenn du zum Beispiel hier eine Melodie spielen möchtest und möchtest die Noten gerne liegen lassen, dann kannst du hier auch auf Poly gehen. Das siehst du hier unten. Ja? Ich kann also jetzt hier auf Poly gehen und dann kann er auch mehrere Noten gleichzeitig liegen lassen. Insbesondere gut kommt das mit dem Sustain-Pedal. Wenn du also ein Sustain-Pedal hast, kannst du hier Melodien spielen, auch ein paar schöne kleine Sachen machen, wo die Noten praktisch stehen bleiben. Ich bin also hier auf Flageolet und spiele hier einfach mal, während ich das Sustain-Pedal halte teilweise. Klingt auch ganz nett hier. Ich gehe mal hier wieder auf Mono. Du kannst natürlich hier auch auf Plektrum umstellen. Also ob ihr jetzt mit Plektrum spielt oder mit Finger, das war bei Prime Bass auch schon so. Wir können jetzt mal den Unterschied mit Finger probieren. Bevor wir gleich hier weitermachen mit den Pattern, hier nochmal oben, hier hast du auch noch Artikulationsmöglichkeiten. Und zwar kannst du Vibratos wählen. Das habe ich dir beim Prime Bass schon gezeigt. Die kannst du langsamer oder schneller machen, also auch sehr genau. Und zwar einfach über dein Pitchbend-Wheel, über dein Modulations-Wheel. Ja, also ich kann hier jetzt... ein Vibrato einstellen und ich kann auch bämpen. Was neu dazugekommen ist hier beim Icon Bass, und das ist wirklich super cool, ist, dass du schnell eine Oktave down kannst, also runtergehen kannst. Das ist zum Beispiel bei so einem kleinen... bei so einer kleinen Keystation, wie ich sie habe, jetzt super cool. Ich habe nur 61 Tasten und
Wenn ich jetzt hier irgendwas verstellen will, kann ich hier relativ schnell umstellen. Okay, also nochmal zu den Funktionstasten. Hier haben wir schon ausgewählt die verschiedenen Pattern hier. Das bedeutet, das habe ich dir schon erklärt. Dann machen wir mal hier weiter. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann kann ich tatsächlich ein Pattern abspielen. Also ab Taste E1. Und jetzt wird es hier auch spannend, denn hier gibt es auch ein paar neue Sachen zu vermelden, die ich richtig scharf finde. Also ich kann jetzt hier einfach meinen Dusty Slap, mein Pattern hier abspielen. Und was jetzt hier richtig heiß ist, ist, dass wenn du hier Akkorde greifst, kannst du die Tonart ändern oder du kannst von Dur nach Moll gehen. Du hörst, dass er jetzt ja, so eine Art Moll, in so einem Art Moll-Pattern spielt, ja. Und das spielt jetzt hier, ich habe jetzt nur den Grundton C hier gegriffen. Und jetzt werde ich aber einen C-Dur-Akkord spielen und dann wirst du merken, dass er das Pattern ändert, also die Töne ändert. Er wird jetzt verbieten, dieses S, was hier mit drin ist, zu spielen, sondern er wird das Pattern ändern auf ein Dur-Pattern sozusagen. Ich mache das mal direkt, wenn er spielt. Original. Achtung. Also du hast gehört, er wechselt hier zwischen Dur und Moll, während er diese Patterns spielt. Und das ist echt heiß. Das gibt dir natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten. Nochmal zu diesem D1-Umschalter hier, der nach dem Flageolet kommt. Hier kannst du zwischen Slap und Pop umschalten. Das bedeutet also, wenn ich auf D1 kurz drücke, dann schaltet er mir auf Slap um. Ich spiele also jetzt hier erstmal in dem Open-Modus. Das kannst du natürlich auch nutzen in Verbindung mit den Pattern. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf E1 dieses Pattern spielen lasse und dann schnell auf eine dieser Funktionen hier umschalte, dann kann ich zwischen diese Pattern selber was reinspielen. Dadurch, dass ich aber nicht so ein guter Performer hier bin, werde ich das wahrscheinlich nicht so gut hinkriegen. Aber lass uns mal probieren. Okay, war jetzt nicht so dolle. Aber du weißt, was ich meine. Du kannst also zwischen der Pattern-Performance, die er selber abspielt, hier schnell umschalten und selber was reinspielen für noch mehr Variationen. Genauso wie das beim Pre-Bass möglich ist, kannst du natürlich auch per MIDI, Drag und Drop diese einzelnen Pattern hier reinziehen. Und zwar musst du hier nur auf diesen Pfeil gehen. Ja? Den ziehst du hier rüber und dann kannst du die Performance auch direkt schon hier reinziehen. Das hatte ich beim Prime-Bass auch schon erklärt. Hast du jetzt hier drin. Hast du ja auch gleich einen Piano-Roll und kannst du, wenn du sie möchtest, auch direkt verändern. Schauen wir uns jetzt nochmal kurz den Pattern-Browser an, der auch wieder hier die Möglichkeit hat, die Slaps oder die Performances, sorry, vorzuspielen, was seit Sunburst Electric Deluxe, glaube ich, geht. Das heißt, du klickst hier drauf. Und wenn du wieder draufklickst, ist Stopp. Das war bei den älteren Modellen noch nicht so. Da musstest du das erst mühsam laden, um zu hören, was eigentlich abgeht. Das ist schon mal sehr cool, dass du vorhören kannst. Was du auch machen kannst, ist, du kannst einen Rhythmus einzeichnen, den du suchst. Ja? Auch das gibt es schon seit Electric Sunburst Deluxe. Ich gehe einfach auf Record und zeichne einen Rhythmus, den ich gerne hätte, zeichne ich jetzt ein und dann sucht er mir ähnliche Pattern raus. Ja? Ja, jetzt sucht er mir das heraus, was ich festgestellt habe. Was ich jetzt hier festgestellt habe, ist, dass es bei den Bässen nicht besonders gut funktioniert, ja, bei diesen rhythmischen Bässen. Das funktioniert bei Gitarren gut, wenn du da sowas Langsameres einzeichnest, wenn du komplexe Rhythmen einzeichnest, kommt meistens irgendwas komplett anderes raus, was so ein bisschen sinnfrei ist. Also ich habe nie irgendwie ein Pattern gefunden, das wirklich jetzt so ähnlich war, genau. Du kannst hier natürlich auch auswählen zwischen Open und Muted, also je nachdem, welche Pattern hier er in diesem Bereich anzubieten hat. Wo du aber wesentlich versatiler werden kannst, ist, indem du tatsächlich in diesen Pattern Rhythm Browser hier gehst. Hier kannst du nochmal viel, viel mehr einstellen. Nehmen wir mal ein anderes, damit wir nicht immer das gleiche nehmen, zum Beispiel Bass Machine. Ist jetzt hier reingeladen, das klingt dann so. Musik.
jetzt hier machen kannst, ist es wirklich heiß. Du kannst das Pattern hier zum Beispiel verschieben. Das heißt, ich möchte jetzt nicht ab dem ersten Takt starten, sondern ab dem zweiten. Und dann kannst du dieses Pattern hier einfach vorschieben und schon hast du ein komplett anderes Pattern, weil das von einer anderen Stelle abspielt. Du kannst das Pattern auch verkürzen mit dieses Fähnchen hier für noch mehr Versatilität. Jetzt habe ich es verdreht wieder, ist jetzt wurscht. Jetzt spielt er zum Beispiel nur die Hälfte davon ab. Schauen wir mal, was wir jetzt haben. Und du siehst schon, hier kannst du wirklich sehr, sehr schnell irgendwelche coolen Rhythmen finden und die miteinander kombinieren. Wir schauen uns auch mal die Amps FX Page an. Hier kannst du natürlich verschiedene Amps auswählen, die auch wieder schön sortiert sind hier mit Clean, Tofu und Potato. Das klingt spannend. Also du hast hier verschiedene Cabinets, das hast du zum Beispiel beim MM-Bass noch nicht, das sind diese nervigen Amp-Versionen auch davon, das heißt, du brauchst zwei unterschiedliche Versionen, wenn du ein Amp mit dabei haben willst. Sie haben hier schon verschiedene Cabinets, bei den meisten zumindest, mit dabei. Und auch hier ist es relativ einfach zu bedienen, vielleicht ganz kurz noch hierzu, was ich am Anfang nicht geschnallt habe. Wenn du die komplette Signalkette ausschalten möchtest, musst du auf dieses rote Ding hier klicken. Und dann hast du das trockene Signal nur. Ja, wenn du einen einzelnen Effekt ausschalten möchtest, wie zum Beispiel den EQ hier, dann kannst du das auch über dieses rote Kästchen hier wieder machen. Okay, das habe ich eine Weile gebraucht, um das zu schnallen. Du kannst das also hier direkt einstellen. Dann haben wir hier noch die Playback-Page, bei der es auch wieder nichts Neues gibt, im Gegensatz zu den anderen Modellen. Jetzt interessiert mich natürlich noch deine Meinung. Ist der Icon Bass hier eine Offenbarung? Ist das ein Instrument, das du dir zulegen wirst? Ich finde die Instrumente von Native Instruments, die Session Guitarists, ich habe fast alle davon oder habe ich sogar alle davon, sind wirklich sehr, sehr gut, weil das ist jetzt was, was ich in Logic selber einfach nicht habe. Da sind die virtuellen Instrumente, speziell wenn es um Klampfen geht, einfach nicht gut genug und bieten nicht genügend Artikulationsmöglichkeiten. Übrigens, um natürlich solche Instrumente abmischen zu können, musst du sie auch erstmal aufnehmen. Und wenn du sagst, nein, ich möchte kein Icon Bass, kein Prime Bass oder irgendwelche Session-Gitarristen einprogrammieren, ich möchte das selber aufnehmen, selber einspielen, aber du hast noch nicht so richtig die Ahnung, die Erfahrung, wie mikrofoniere ich meinen Gitarren-Amp, welche Mikrofone brauche ich, wie mikrofoniere ich Drums in meinem Home-Studio, dann empfehle ich dir mein PDF in 7 Schritten zur perfekten Tonaufnahme. Da zeige ich dir mein System ganz genau, wie ich Instrumente aufnehme, wie ich meinen Aufnahmetag vorbereite, zum Beispiel, dass die Sängerin oder Sänger gut gelaunt ist, dass alles funktioniert und dass alles gut organisiert ist. Also in 7 Schritten zur Tonaufnahme, das PDF unbedingt runterladen, habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Jetzt danke ich dir ganz herzlich fürs Zuschauen, bin gespannt auf deine Kommentare, was du von diesem Instrument hältst und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!